So einen wunderschönen guten Morgen, Samstag guten Morgen haben wir. Ja, ich bin heute mit dem AV61 unterwegs, habe da auch noch kein Video von gemacht, habe jetzt eine halbe Stunde Pause und danach geht's auf die 21 bis um 14.10 Uhr und dann habe ich Feierabend. Nutze meine Pause jetzt einfach mal, auch euch diesen Bus mal aufzunehmen, euch zu präsentieren. Und ich stelle nämlich fest, irgendwie kommen diese Videos, das erste Video war ja nicht ganz so gut mit dem Kamerawechsel, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja, wir gehen jetzt einfach mal rum. Dieser Bus ist etwas anders. Ihr seht hier oben, ja, bei den anderen Bussen war die Klimaanlage hinter dem Fahrer. Da ist es jetzt in der Höhe vom Fahrersitz und vom Eingang. Ist für mich persönlich nicht so gut, weil ich kriege, wenn ich die dann einschalte, doch immer etwas Schnupfen. Bin wahrscheinlich so ein kleiner wehleidiger Busfahrer, keine Ahnung. Ja, ansonsten seht ihr hier, auch da ist das hintere Klimagerät Höhe des Ausgangs, aktuell auch Eingang. Warum, wisst ihr ja. Und bei den anderen Bussen ist das alles weiter nach hinten gesetzt. Ja, ansonsten ist es auch ein älteres Baujahr. Wartet mal. So, kommt auch nicht mehr jeden Tag in einem Satz. Es kommt immer halt drauf an. Ja, wisst ihr ja. Inspektion, TÜV, Reparaturarbeiten. So ein Bus geht natürlich auch öfters mal kaputt. Ja, und wie gesagt, ansonsten fährt sich auch sehr schön. Auch da ist wie beim AV74 der Sound, das finde ich total klasse an diesen Fahrzeugen. Wenn man dann Gas gibt oder, ja, man hört einfach noch alles, ne? Auch, einfach die ganze Geräuschkulisse. Ich kann es leider ja so nicht aufnehmen, aber das wird schon vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit geben. So, jetzt kommt ein Auto. Wartet mal. Ich stehe. Ja, okay. Passt wunderbar. Dann bin ich wieder da. So, das Heck. Da seht ihr auch alles drauf. Hier ist ein Werbepartner nur drauf. Nicht wie bei dem AV74. Da sind ja, ich glaube, zwei, ne? Zwei waren es, genau. Und hier ist ein Werbepartner drauf. Wie gesagt, auch ein sehr schöner Bus. Dieser Bus ist schon ausgestattet mit einem Fleetboard. Ihr fragt euch, was ist ein Fleetboard? Ein Fleetboard ist, da nimmt der Bus oder das Gerät das Fahrverhalten des Fahrers auf und das wird dann übersandt und das wird dann auf einem Server dann berechnet, wie gut der Fahrer fährt, wie ruhig der Fahrer fährt und. Ich habe es schon zweimal geschafft, da war ich dann auf Platz 1, allerdings nicht mit diesem Bus, sondern ja, er berechnet dann halt alle Fahrzeuge und dann nimmt er dann diesen Durchschnitt. So, ja, ansonsten, wie jeder andere Bus auch, Eingangstür ist normalerweise da, aktuell jetzt auch da. Ja, und sonst ist das dann nur die Ausgangstür. Ich gehe noch mal ein bisschen beiseite oder nach vorne. Ich will mal gucken, ob wir den vielleicht noch mal ganz drauf kriegen. So, ja, ich kann jetzt hier auch nicht ganz lange stehen. Ich nutze jetzt einfach die Zeit, weil jetzt Samstagmorgen ist noch nicht so viel los. So, auch da seht ihr dann an der Eingangstür, wem der Bus gehört. Reisedienst filtert und Räusch. Das muss ja an beiden Seiten immer stehen. Sowohl an der Fahrerseite und auch an der Türseite, so nenne ich es jetzt mal. Ja, ansonsten ist alles eigentlich gleich. Das ist ja vorgeschrieben von der MVG, wie die auszusehen haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mal auch noch mal rein. Das habe ich ja bei den anderen Bussen auch gemacht. So, hier haben wir wieder die Klappe. Und dann müssen wir einmal hier reingreifen. Da ist der Knopf. Man kann hier zusätzlich noch einen Luftanschluss hat man hier noch zusätzlich, Klappe zu. So, wundert euch aber nicht. Natürlich schließen wir abends dann die Busse natürlich immer auch ab, dass keiner in den Bus eindringen kann. So, ja, hier, ich habe jetzt ja wegen der Überlage mein Radio an. So, hier ist der Arbeitsplatz. Ich gehe einmal so kurz meinen Kaffeebecher
muss natürlich auch sein. Ja, Kasse wieder, Zahltisch. Und hier oben seht ihr dann auch dann halt das Klimagerät, was sonst eigentlich bei den anderen Bussen hinten ist. So, die Tür ist auf, deswegen leuchtet auch das Lämpchen. Ja, im Notfall, das könnte ich ja auch mal zeigen, müsste man diese Klappe aufmachen. Wenn ein Notfall ist, dann kann man dann damit dann die Tür auch aufmachen. Wollen wir hoffen, dass wir es nie brauchen, weil, ja, ist nicht schön. Ansonsten hier, ne, hier sind die Sitzbezüge etwas anders. Und für Sonderfahrten kann man den auch nehmen. Ist allerdings vom Sitzkomfort nicht so wie die neueren Baureihen, die Reisedienst filtert und räuchert von, was war das alles? Ach, AV93, AV94, AV91 habe ich, glaube ich, gesagt. Ah, sind ja, ihr kennt ja alle das, aber es wird nach und nach auch nochmal ein Video erfolgen von den Bussen. Ja, ja, dieses Corona-Band wieder. Und hier gehen wir jetzt einmal durch, müssen wir einmal hier, so, ne? Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, ein Unterlegkeil, falls der Bus dann mal, ja, abgesichert werden muss am Berg oder wenn jetzt irgendwas kaputt ist oder bei Glatteis, ich habe es schon einmal brauchen müssen, da rutschte der Bus mir weg. Und dann musste ich dann einmal ganz schnell dann reagieren. Hat auch alles gut funktioniert. Ja, ansonsten seht ihr hier, ist es jetzt schön blau gehalten. Ja, diverse Aufkleber. Wie gesagt, das ist alles vorgegeben. Nicht rauchen, das ist klar. Und dann immer bitte nach hinten durchgehen. Da seht ihr es. Ja, hier seht ihr die nächste Klimaanlage. Auch jetzt Höhe der Ausgangstür. Hier haben wir wunderbaren Platz dann für Rollstuhlfahrer oder auch Kinderwagen. Das passt wunderbar. Bis jetzt, also da passen dann auch schon mal gut welche hin. Ja, wie gesagt, hier seht ihr auch diverse Aufkleber. Ist an allen Bussen übrigens gleich. Wie gesagt, ist das alles vorgeschrieben. Ja, das Einzige, was bei uns an den Bussen noch immer ist, zum Glück ist es jetzt schon lange nicht mehr passiert, aber ihr seht, und ich gehe mal näher dran, dieses Schild, was ihr da seht, 100 Euro Belohnung, wenn einer den Bus beschädigt, die Sitze kaputt macht und, und. So, wer hier auf dem Viererplatz sitzt, hat auch hier die Möglichkeit, den Stoppknopf zu drücken. Und man sagt auch den Haltewunsch, dann würde an der nächsten Haltestelle dann auch gehalten werden. So, hier seht ihr die Rampe, die können wir rausklappen, wenn dann ein Rollstuhlfahrer oder ein Kinderwagen einsteigt. Aber meistens schaffen die Mütter mit ihren Kinderwagen das auch alleine. Nur die Rollstuhlfahrer natürlich nicht. So, hier ist der hintere Bereich. Ihr seht hier ist auch keine Treppe. Also es ist ein Niederflurbus. Außer hier hinten, da muss man dann einmal, ja, Beine hochziehen, sich hinsetzen. Und alles ist gut. So, jetzt gehen wir noch einmal, zeige ich euch das so. So ist die Ansicht von hinten. Ja. Ich würde sagen, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach kommentieren. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.